Die Augen von Argos. Wir beobachten. Das Archiv der Augen von Argos ist klassifiziert. Zusammen töten wir die Worms von Rust. Diejenigen, der unsere Seele verdammt, lebt. Der andere starb, sein Leben zu geben. Personen, die versuchen, auf diese Information unerforderliche Berechtigung zuzugreifen, zahlen die fällige Strafe. Das unterirdische Heiligtum. Heilig, überwiesen, abgekohlt. Überlebensschwierigkeitsklasse Eleos. Das Sanctum Subterranches ist eine alte Hochburg der Augen von Argos, verblassen und fast vergessen. Einst Hafen und Heimat der Dutzenden unserer Legion beherbergten. Es ist heute nur eine Handvoll Einwohner. Dennoch ist das unser Erbe, das vom Sanctum getragen wird, als Site Sanctification unbezahlbar. Derzeit klammert es sich an eine doppelte Restnutzen als Zufluchtsort für die im Exil Begnadigten und als würdiger Prozess der Stärke. Eingebettet in die bedrückenden, lichtlosen Tunnel des 8. Levels dient das Sanctum als Zufluchtsort in seine Höhlen. Beobachter, die durch das Tor auf Gesandten, Jagden oder Reisen jeglicher Art ankommen, können Unterkunft und Erfrischung innerhalb des Geländes unter der treuen Umgebung und im Dienst der Patrouille der Wächter suchen. Darüber hinaus ist das Sanctum einzigartig unter den Gemeinden unseres Instituts aufgrund der größten Gefahr, die die Höhlen um sich herum bringen. Es ist allein allen offen, den Zugang zu suchen, auch für diejenigen außerhalb unseres Ordens. Solange die Gäste grundlegenden Respekt vor unserem Kodex zum Ausdruck bringen. Trotzdem gibt es nur wenige Besucher, die das Gelände außerhalb aller bekannten Stabilitätsregionen von Ground 8 liegt. Der Weg zu seiner Lage ist äußerst greifbar und den Heiden bekannt. Für diejenigen, die unter unserer Nummer, die die Berufung von Marshall suchen, ist das Sanctum auch eine drei der geheiligten Stätten, zu denen sie reisen können, um den letzten ihrer Fortschritte zu vollenden, die Prüfung der Stärke. Von den sanktierten Stätten gibt es drei, die Ruinen von Alor, der Fegefeuerkloster und das unterirdische Heiligtum. Um den Ruhm zu erlangen, den sie sich wünschen, muss ein Beobachter ihren Wert auf dem blutigen Weg der Gerechtigkeit beweisen. Wenn sie vom Hauptquartier aus einsteigen, werden sie Sturm und Gefahr, Staub und Schwert, Streit und Sünde trotzen. Ohne Essen oder Trinken, Schutz oder Ruhe oder einen einzigen Mund oder gesprochenes Wort müssen sie abreißen und in 3 Tagen allein an der Tür einer geheiligten Stätte ankommen. Dies ist die Prüfung der Stärke. Hochmarschat Narurama, 3. Rat der modernen Enklave. Obwohl es die älteste Stätte ist, die das Sanctum Subterranis aufgrund der übermäßigen Gefahr und der Navigation des 8. Bodens am wenigsten nach dem Prozess gefragt von allen Marshals, die jedes Jahr beauftragt werden, wird nur eine Handvoll den Handschuh des Sanctums herausfordern, selbst von denen, die überleben. Weniger als 1/4 die Reise. Diejenigen, die es tun, werden jedoch belohnt mit neu geschnitterter Kraft und unkalkulierbarem Ruhm. Zusätzlich zu den erwarteten Einrichtungen für Unterkunft, Verpflegung und andere ähnliche Notwendigkeiten enthält das Heiligtum 7 zusätzlich einzigartige Einrichtungen auf seinem Gelände. Wie bei anderen Städten, die geheiligt werden, können diejenigen durch die Prüfung der Höhlen siegreich hervorgehen. Ein Preis von einer dieser 7 Abteilungen, eine für jede Patrouille, als Belohnung für ihre Ohrenrung zum Rang eines Marshals beanspruchen. Die ordinären Marshals werden gewarnt, ihre Preise mit Vorsicht zu behandeln. Er ist zu verlieren, zu zerstören oder zu verschwenden. Auch wenn es versehentlich ist, ein Akt der Entweihung, für den sie ihren Titel in Scham gebürdig beraubt werden können. Die Schmiede des Siegers befindet sich im Herzen des Heiligtums, einem Ofen, der mit unlösbarem Licht brennt. Es wird durch einen Brunnen aus glühendem, starkem Magma eingeheizt, das sich, wenn es abkühlt, nicht in Stein, sondern direkt in Stahl verwandelt. Ein Brunnen, von dem gesagt wird, dass er aus einer Öffnung zu Seol selbst sprudelt, die darunter liegt. Die Schmiede, die an der Schmiede arbeitet, haben ihre metallurgischen Künste seit Generationen perfektioniert, ihre Handwerker verschlungen und gereinigt in ihrer prächtigen Flamme. Seine Feuer brennen heißer als die Oberfläche der Sterne und es bleibt bis heute die reinste und feinste Schmiede der ganzen Backrooms. Diejenigen, die sich gegen die Flammen des Prozesses durchsetzen, können eine Waffe oder einen Rüstungsartikel der Wahl aus der Schmiede beanspruchen. Wenn keiner zum neuen Marshall passt, können sie verlangen, dass sie einen nach ihrem Geschmack gestaltet wird. Es ist nicht unehrlich, dass hier das große Schwert von Brocadium des Bolt geschmieden wurde, das bei den 4. normalischen Belagerung 10.000 Sünder tötete. In dem Hof des Heiligtums sind die Gründer der hartnäckigen Tugend ein alter und heiliger Sparringplatz für die fleißigen Studenten und die gewaltigsten Krieger. Der glatte, flache, kalte Steinboden ist einheitlich kahl und streng und trainiert diejenigen, sich unerschrocken auf ihren Streben nach präziser und absoluter Perfektion zu konzentrieren. Darüber hinaus sind die Gelände von einer erstaunlichen Magie durchdrungen. Jede Wunde, die von denen in der Sphäre zugefügt wird, wird sofort geheilt, selbst die, die tödlich sind. Diejenigen, die auf dem Gelände sterben, werden lernen, mit tödlicher Aufrichtung zu schlagen und zu schlagen, ohne die Angst vor dem Tod, um sie zurückzuhalten. Besucher können die
Gelände für das Training kostenlos nutzen. Es wird gesagt, dass die Automaten des Geländes ein Geschmack der Macarena waren. Ihre Hilfe, die für die Fähigkeit und Vormundschaft gepriesen wurde, hat vielen geholfen, die Meisterschaft im Kampf zu erlangen. Eine dieser Tugenden durch die Probe anhält, kann eine Beurlaubung von bis zu einem Jahr von seiner Patrouille beantragen, um für eine längere Zeit auf dem heiligen Gelände zu trainieren. Dies ist in der Tat eine obligatorische Anforderung für neue Marshals, die das Sanctum für ihre Prozesse ausgewählt haben. Das Archiv der Sidualschärfe besitzt ruhig einen Boden für sich auf dem Wohnbereich des Heiligtums, als Fundgrube des alten heiligen Schriftgesuchs. Die Archive enthält die älteste und vollständigste Aufzeichnung der glorreichsten Geschichte unseres Ordens. Lady Blanche soll vor einigen Jahrhunderten Delegierte in das Heiligtum geschickt und Texte aus ihren geschätzten Sammlungen gegen einige unserer eingetauscht haben. Beobachter, die ihren Prozess durch scharfen Verstand durchlaufen haben, können einen Text aus dem Archiv beanspruchen, der die Mitglieder der Gesetzeshüter interessieren könnte. Dazu gehören die Bücher über Sigil Magic, eine mächtige Hilfe im Kampf um neue Marshals, die so geneigt sind. Pyre der feurigen Wut. Im Dach der Schmiede sitzen, brennt der Pyre der glühenden Wut, vor inbrünnendem Eifer. Magma aus der Schmiede unten wird in seinen Bronzealtar geleitet und entzündet. Ein wütendes Feuer, das seit Jahrtausenden ungelöscht ist. Die Flammen sollen aus Gehanna selbst ausbrechen und Rache aus den Unerlösten suchen. In der Vergangenheit wurden die schlimmsten Sünder ins Licht gesetzt und schreiend in den Altar geworfen, obwohl diese Praxis längst abgeschafft wurde. Jemand, dessen Leidenschaft sie durch den Prozess angereizt hat, kann eine Kohle aus den Püren beanspruchen, die in einer Laterne gelegt werden soll. Die Flamme wird jahrzehntelang unerträglich toben und erlischt nicht im Wind oder Wasser. Dies ist eine bevorzugte Wahl für neue Marshals der Sündenjäger. Pool des Bugtrostes. Der Pool des bußfersten Trostes umgibt das Heiligtum. Unverfälschtes Wasser, unberührt von Menschen und Kreaturen. Leckermaßen weit oben aus heiligen Quellen, frei von den schmutzigen Mandelluft. Vor einem Spalt aus sündlichen Rand des Sanktums strömt sie im Pool und fließen über die heiligen Flüsse der Höhlen dahinter. Sein Fluss ist ruhig und seine ruhigen Stromwellen strömen ewig an die steinigen Ufer des Heiligtums. Sein Fluss ist niedrig, man erreicht kaum die Taille an seinem tiefsten Punkt und ungerührt sind die Knöchel entlang seiner östlichen Untiefen. Im Pool zu baden oder zu trinken reinigt nicht nur das Fleisch, sondern auch den Geist der Gebrechen. Die Kühle und Klarheit des Wassers erfrischt sowohl Körper als auch Geist. Es wird gesagt, dass dies die Tränen der rechtschaffenden Toten sind, die immer für Fürsprache und die Missetaten der Erlösung ausgegossen wurden. Diejenigen, die ihre Buße durch den Prozess gemacht haben, können ein Fläschchen mit ungerührtem Wasser aus dem Pool beanspruchen. Dies ist eine besonders beliebte Tradition unter den neuesten Marshals von den Soul of the Sons of Guild. Über dem Heiligtum hebt sich das Denkmal der entschlossenen Ehrfurcht. Sein Kopf streift fast an der Decke der Höhle aus Stein, aus Gleichgeheuer unseres Gönners selbst gehauen, werden die Augen deiner Gerechtigkeit von innen durch die gleiche Sinus des Feuers beleuchtet, die die Schmiede und den Scheiterhaufen erheizen. Ihr Leuchtfeuer leuchtet herrlich im Dunkeln und durchbohrt unsere zitternden sterblichen Herzen. Diejenigen, deren Lob sich durch die Verhandlung als wahr erweist, können unter dem Denkmal ein Grab als ihre letzte Ruhestätte beanspruchen. Dies war der Präferenz der Ritter von Argos von ihrer jüngsten Schande. Hier sind auch Leichen tapferer Beobachter begraben, die in der Nähe des Eingangs des Heiligtums gefunden wurden. Sein Rücken gegen das Denkmal der Turm. Der unaufrichtige Mahnwache ist in der gepanzerten Form des Landmanners geschnitzt. Aufrecht und furchtlos, seine Hände ruhen fest auf der Klinge, die tief in den Boden gerieben ist. Im Gegensatz zu seinem Justizdenkmal ist das Turm des Landmannes von innen ausgehöhlt. Sein Körper ist eine Schale, die mit der Garnison der Sentinels beherbergt. Unter seinem Helm liegt seine Kammer, in der eine Fackelflamme einst sieben seine Augen ewig Licht gab. Heute bleiben sie unangezündet. Sie warten passiv in der Dunkelheit. Neue Marshals können ihre Namen auf die Stufe des Turms gravieren. Aufgrund ihres Erbes im Sanctum nehmen fast alle Marshals des Sentinels ihren Prozess in Level 8 durch und beanspruchen dies als ihren Preis. Aus der Antiodivillion-Ära stammend, bevor unser Orden seine erhaltene Form erhielt, war das Sanctum eines der bevorzugtesten Festungen seines Richters Argos, ein Bollwerk eines gesendenden Lichtes in den faulen, dunklen Höhlen des Level 8. Es wird gesagt, dass das Heiligtum in einer alten Äon-Erinnerung gegründet wurde, die als Geste der tiefen und Freundschaft zwischen Argos, unserem Gönner, und einem Gleichen errichtet wurde. Er wird von einigen als der Empyreon, Grand Champion, Kind Protector, First of Knights und von unseren Gelehrten der Compatriot genannt. In mächtiger Kameradschaft hegten die beiden das Heiligtum aus dem Felsbrocken der Höhle zusammen und reinigten es als unheiligen Ort von denen aus, die sie wegen Krieg in die Dunkelheit darüber hinaus führten.
Bedauerlicherweise überleben nur wenige Texte, die von unserer Natur des Landmannes erzählen. Innerhalb der verbliebenen Fragmente wird der unterschiedliche Kletos, Klaus oder Claudius genannt. Im Aussehen ist er in ritterlicher Rüstung gekleidet, die sich im Aussehen nicht von den Gewändern der Antiliovaner unterscheidet und mit einem unverwechselbaren Mantel aus Purpur ausgestattet. Beschützer, Art und Arbiter Just, zusammen töten die Worms von Rust. Diejenigen, der unsere Seele verdammt leben, der andere starb sein Leben zu geben. Auszug Rime of Deathless Hero. Einige Fragmente deuten auf die Rolle des Landmannes als zweiter Schirmherr des Audiovilium Order hin. Obwohl die Wahrhaftigkeit dieser Behauptung heftig umstritten ist, dennoch ist es allgemein einvernehmlich, dass der Landsmann existierte und dass seine Bedingungen zu Argos im Laufe der Zeit zerbrach. Die Schrift besagt, dass sich ihre Beziehung zu gegebener Zeit zu einer Rivalität entwickelte, die manchmal freundlich und manchmal grausam war. Über das Schicksal des Landsmannes wird wenig geschrieben, obwohl die Erwähnung seines Namens in den Texten am Ende des Ersten Weltkriegs aufhört. Es wird gesagt, dass sein Gespenst heute weiterhin das Labyrinth verfolgt und nur denen erscheint, die es am dringendsten brauchen. Über den Ursprung des Heiligtums wissen wir nicht mehr. Seine Gerechtigkeit wird nicht darüber sprechen. Das Heiligtum ist bekannt als der Ort, wo der erste große Eroberung gegen die Verschleierten während des Ersten Krieges war. Es ist von der Festung aus, dass seine Gerechtigkeit den Feldzug machte und Invisius den Ersten schrecklich völlig besiegte. Verflucht sei dieser sündige Name und verwundet, aber unnachgiebig schlug seine spinnenformige Monstrosität seine schrecklichste Schöpfung nieder. Aus Gründen, die nur Argos selbst bekannt sind, fiel die Festung gegen Ende des Ersten Krieges zu seinen Gunsten. Im zweiten Etikett von Valence Rhön verfügt seine Justiz. Das Heiligtum des achten Bodens ist für mich zu einer Mündigkeit geworden. Für den Namen des Claudius ist es zu einer Galle in meinem Mund geworden. Von nun an werde ich meine Verärgerung nicht mehr ertragen. Das unterirdische Heiligtum soll unbewohnt sein und unsere Streitkräfte werden aus dem elften Boden verlegt. Trotzdem steht geschrieben, was geheiligt wird, wird für immer heilig sein. Lassen Sie nur einen Darm unserer Gastgeber bleiben und ihn zu bewachen und zu erhalten. Lassen Sie uns auch ein Tor offen, damit ein Fuß in den profanen Höhlen bleiben kann und damit die Eigensinnigen und die Streuner dort Zuflucht suchen. Wer es wagt, den heiligen Boden des Heiligtums zu entweihen, lass ihn noch Benathema. Die Gerechtigkeit hat gesprochen. 25. Dekrat seiner göttlichen Gerechtigkeit. Zweites Etikett von Valens Rhön. In tausenden von Jahren seit dem zweiten Etikett hat Argos das Heiligtum nicht besucht. Dennoch öffnet er das Tor regelmäßig und schickt Beobachter für Gesandte oder Jagden in Level 8. Das Erbe der Festung wurde über 400 Jahre weiter getrübt, die als die Dissenter aus den Reihen der darin stationierten Sentinels auferstanden. Marcius Marti und seine Truppen überholten das Heiligtum und belagerten den Hof auf High 3 und läuteten den Krieg des Dissens ein. In einem größten Teil des Sentinel-Kräfte mit den Beobachter und von anderen Patrouillen desertierten schnell und schlossen sich ihnen an. Bei der anschließenden Schlachten wurden mehr als 4000 Menschenleben genommen, bevor der Frieden wiederhergestellt wurde. Als Strafe für das Blutvergießen verbrannte seine Gerechtigkeit nicht nur die Dissenten des Martius, sondern auch die vollständige Patrouille der Sentinels in ihrer Gesamtheit an das Heiligtum. Und den höchsten ihrer Reihen wurde der achte Boden erlaubt bis zur Antibot-Ketzerei. In den letzten Jahrhunderten hat sich die Loyalität ihrer Patrouille also war erprobt. Heute verbleibt ein Überbleibsel der Dissenten im Heiligtum und wird von der Abteilung der Sentinels für ihre Pflege und Verteidigung überwacht. Sollte eine ihrer Nummern jemals über die Grenzen der Höhlen hinausgehen, hat seine Gerechtigkeit unsere volle Freiheit verordnet, sie ohne zu zögern zu beseitigen. Weitere Einzelheiten können über die Berichte über solche Ereignisse gesucht werden, insbesondere über die Herie von Marcius, dennoch steht es geschrieben. Lassen Sie uns nicht weiter über den Mathieu sprechen, damit wir des Dissens nicht wieder aufersteht. Ein- und Ausgänge. Erstens, Bluttor. Das Bluttor, das sich im Innersten des zentralen Raums des Heiligtums befindet, ist das Haupteingang und Ausgangspunkt. Wie seine Kollegen im Hauptquartier auf der Plattform ist das Tor ein Wunderwerk des alten Siegeltechniks und besitzt immense Kraft, eine zuverlässige Öffnung für jeden Boden seiner Wahl zu erzeugen. Dies geht jedoch auf die Kosten seines Treibstoffs, Opferblut. Um ein solches Tor zu entzünden, muss Blut auf seinen Altar ausgegossen werden, bis die Seele abreißt und die Lebensessenz des Opfers ausreichend in den Fluss eingeflossen ist. Kein Blut wird ausreichen, weil die Reinheit und Qualität des Opfers an die Reichweite des Tores gebunden ist. Für Reisen, die auf ein anderes Level hinausgehen, reicht nicht weniger als menschliches Blut aus. Die Reise zwischen zwei Toren, zum Beispiel vom Hauptquartier zum Heiligtum, ist mit einem noch höheren Preis und verlangt Blut von edler Geburt. Das produzierte Portal ist außerdem völlig vorübergehend und wird den Betrieb einstellen, wenn das Blut ausgetrocknet ist. Diese Opfergaben, die uns heute unbekannt und barbarisch erscheinen, sind überholt. Am Ende des Ersten Krieges, als das Heiligtum unbewohnt war, wurde auch sein Altar entfernt und seine Opfer hörten auf. Es ist daher jetzt unmöglich, das Tor auf dem Inneren des Heiligtums selbst zu öffnen.
Dennoch bleibt das Tor in Gebrauch, denn es wird mehr als gelegentlich von anderen Seiten des Hauptquartiers geöffnet, wo seine Gerechtigkeit wohnt, seine Zwillingsreste. Heute wird das Tor des Heiligtums durch Argos Dekraten unter seinem Befehl und allein geöffnet und geschlossen. Und um es zu entzünden, zieht Argos sein eigenes Blut, denn er kann nicht sterben, es sei denn, er will es. Der 60. Boden ist außerdem ein viel konventioneller Eingang in das Heiligtum. Er befindet sich an der nördlichsten Ende der Grenzen des Heiligtums und wird von Sigilmagie überwacht. Und nur Wächter, die seine Glyphen kennen, können frei hinein und her oder den Eintritt gewähren. Die Bewohner des Heiligtums machen häufige kurze Ausflüge durch, einige sogar täglich, um das Oberkönig die frische Luft zu erfrischen. Unter der Aufsicht von Sentinels ist es sogar Dissenten erlaubt, solche Bestimmungen zu segnen. Boden 8. Der Zugang zum Heiligtum ist offensichtlich auch durch eine fahrhafte direkte Navigation durch die Höhlen von Boden 8 selbst möglich. Der physische Toreingang des Heiligtums, der zum 8. Boden führt, befindet sich auf der Südseite. Abgesehen von denen, die ihren Prozess beginnen, wird von dieser Route dringend abgeraten. Nachtrag: Die folgenden Briefe wurden hier archiviert und sind aber nur für die Augen der Marshals und darüber übrig geblieben. Die Augen der Jungen und der Schwachen werden davon abgehalten, um nicht zu stolpern und in Distanz zu fallen. Laden, Entschlüsselung abgeschlossen, Authentifizierung akzeptiert, Zugang gewährt, willkommen Marshall. Anfang des Jahres 2021 AD wurde entdeckt, dass ein Dissident von den Heiden, insbesondere der importierten Organisation MEC, bekannt ist. Er behauptet, aus dem Heiligtum zu kommen und predigt vor ihnen die Lehre der Dissidenzen. Die Entwicklung war sehr besorgniserregend, aus Angst vor möglicher Verbindung zu jüngsten Ketzereien und dass der Disserei wieder aufsteigt.